Doch, wir haben auch Priester auf unserer Seite. Wir haben auch schon Gegner. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Viele haben es bereits mitbekommen, wir gründen einen Verein namens Christkönigtum. Die Vereinsgründung ist im vollen Gange, doch wir müssen uns auch etwas gedulden aufgrund der Bürokratie. Alles ist fertig, alles ist eingereicht, doch es zieht sich noch etwas hin. Wir haben eigentlich ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es viel schneller geht, aber wir müssen uns eben gedulden. Aber es ist halt nur eine Frage der Zeit. Christkönigtum. Wir wollen die katholische Tradition hier in Deutschland wiederbeleben. Wir wollen die Gläubigen stärken. Wir wollen den Klerus stärken. Wir wollen diese ganze Trümmerlandschaft, welche hier in Deutschland, in der katholischen Kirche aufzufinden ist, wieder aufbauen. Und dazu brauchen wir euch. Wir brauchen glaubenstreue Männer, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir planen wirklich ein großes katholisches Netzwerk. Wir sind eigentlich schon ganz gut dabei. Wenn du möchtest, komm in die Christkönigtum-Telegram-Gruppe für Männer. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und sei Teil von Christkönigtum. Was haben wir noch vor? Wir wollen Konferenzen und Versammlungen organisieren, Prozessionen und eine große Missionsarbeit. Wir wollen wirklich draußen die Leute ansprechen, sie missionieren. Wir wollen hier unsere YouTube-Apostolate, also es handelt sich hier bei den Gründern unter anderem um mich, um den YouTube-Kanal Katholische Antworten und Marcellus. Wir wollen hier wirklich unsere Apostolate vergrößern und richtig Gas geben. Und was auch ganz wichtig ist, karitative Tätigkeiten. Wir wollen Obdachlosenhilfe anbieten. Wir wollen armen und kranken Menschen beistehen. Wir wollen also auch Gutes tun für unseren Herrn Jesus Christus. Denn er sagt ja im Evangelium, ihr habt mich hungrig gesehen und habt mich gespeist. Ihr habt mich nackt gesehen, ihr habt mich bekleidet. Ich war gefangen, ihr habt mich besucht. Und sie fragten ihn, Herr, wann haben wir dich gespeist und getränkt? Wann haben wir dich bekleidet? Und er sagte, dem geringsten meiner Brüder, dem ihr es getan habt, da habt ihr es mir getan. Jetzt mal frei wiedergegeben, die Geschichte aus dem Evangelium kennt ihr eigentlich. Und das ist halt auch ein großes Anliegen von uns. Und auch die Förderung des Priestertums. So viele junge Männer haben eine Berufung, aber sind am Hadern. Und wir wollen einfach den katholischen Glauben in Deutschland wieder stärken. Man könnte schon fast sagen wiederbeleben, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, weil wir sind eigentlich sehr viele glaubenstreue Katholiken noch hier in Deutschland. Nur leider sind halt die Gegner der Kirche, welche innerhalb der Kirche aufzufinden sind, häufig lauter. Ich möchte euch gerne mal etwas vorlesen aus einem Buch von Erzbischof Marcel Lefebvre, Angeklagter oder Richter heißt das, wo eigentlich unser Apostolat, welches wir gründen werden, sehr gut beschrieben ist. Auf Seite 319. Sich nicht entmutigen lassen, sondern für den Christkönig kämpfen. Wir stellen heute mit großem Schmerz die traurigen Ergebnisse der konziliaren und nachkonziliaren Reformen fest. Man erkennt den Baum an seinen Früchten. Aber im Angesicht der schwersten Krise, die die Kirche seit ihrer Gründung durch unseren Herrn Jesus Christus erlitten hat, mögen sich unsere Gebete, unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf Gott richten, der alles vermag, während alles verloren scheint. Wir dürfen daher weder der Entmutigung nachgeben, noch in unserem Kampf nachlassen, um nach dem Maß unserer Fähigkeiten, aber mit allen unseren Kräften dazu beizutragen, dass die Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus über die Herzen, über die Seelen, über die Familien, über die Völker wiederhergestellt und dass so die christliche Kultur wieder aufgerichtet werde. Da er ja selbst uns dazu die Zusicherung verliehen hat, Matthäus 16, Vers 18, die Pforten der Hölle werden sie, also die katholische Kirche, nicht überwältigen. Wenden wir uns schließlich an die Jungfrau Maria, unsere gute himmlische Mutter, und flehen wir um ihre Vermittlung, damit sie von ihrem göttlichen Sohn erlangen wolle, er möge gewähren, dass wir der Passion der Kirche ein Ende gesetzt sehen. Wir wollen ein Ende der Passion der Kirche sehen. Die Leidenszeit der katholischen Kirche in Deutschland soll ein Ende nehmen und dafür stehen wir ein. Jeder nach Maß seiner Kräfte.
jeder, wo er gerade ist. Gott hat dich genau dahin gesetzt, wo du gerade bist. Jeder muss mithelfen, jeder muss anpacken. Jeder so, wie er kann. Der eine geht vielleicht mit auf die Straße, der andere teilt unsere Beiträge. Es gibt so viele Möglichkeiten zu helfen. Viele haben auch schon nachgefragt, auch wenn das Thema für mich immer so ein bisschen unangenehm ist, anzusprechen. Aber es wird auch ein Spendenkonto geben, ein Vereinskonto. Und es wird auch für Leute Spendenquittungen geben. Also das ist für mich immer unangenehm, über sowas zu reden, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich wurde jetzt schon häufiger danach gefragt. Deswegen möchte ich das Thema einfach mal ansprechen, da es wohl vielen auf den Herzen liegt, dies zu fragen. Und ja, wir machen das natürlich nicht alles aus unserer eigenen Kraft, sondern wir vertrauen auf den Herrn Jesus Christus sowie auf die Mutter Gottes und ihre Fürbitte. Und so wird auch dies hier unser primäres Missionsaccessoire sein. Sieht man es? Die wundertätige Medaille. Maria ist 1830 in Paris erschienen und hat diese Medaille, die wundertätige Medaille, in Auftrag gegeben zu drucken. Viele Wunder und wundersame Bekehrungen sind durch diese Medaille bereits geschehen. Und das wird auch ein Bekehrungsmedium sein. Sie sind gesegnet und sie werden verschenkt. Natürlich immer mit dem Hinweis, dass sie gesegnet sind, denn mit gesegneten Gegenständen muss man äußerst vorsichtig umgehen. Ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Leuten die wundertätigen Medaillen geschenkt und ich habe bisher noch nicht ein einziges Mal eine negative Resonanz erlebt, was mich wirklich erstaunt hat. Es hat auch noch nie jemand die wundertätige Medaille abgelehnt. Im Gegenteil, die Menschen waren immer extrem froh, wenn ich ihnen eine geschenkt habe, auch wenn sie selber gar nicht katholisch sind und auch wirklich gar nicht wussten, was es ist. Ich habe ihnen gesagt, es ist ein gesegneter Gegenstand, den möchte ich dir gerne schenken. Ganz kurz erklärt, worum es sich handelt. Und die Leute waren immer voller Freude. Und so müssen wir auch rangehen. Freut euch im Herrn. Wir müssen voller Freude in die Missionsarbeit gehen. Wir müssen unser Herzblut reinstecken. Wir müssen gegen die Irrtümer dieser Weltzeit ankämpfen. Gegen den Liberalismus, Relativismus, Indifferenzismus. Wir müssen all diese Irrtümer, welche Eingang in die Kirche gefunden haben, bekämpfen mit den geistlichen Waffen. Und dazu brauchen wir jeden katholischen Mann, jeden rechtgläubigen katholischen Mann, der unsere Sache unterstützt, mit Rat, Tat oder auch finanziell. Wir werden euch noch auf dem Laufenden halten, was wir alles planen. Also es ist Obdachlosenhilfe geplant, Missionsarbeit auf der Straße, Prozessionen, Treffen bzw. Konferenzen und so weiter. Also wir werden richtig was bewegen in Deutschland. Aber das sind nicht nur wir, zwei, drei Mann, die sich vor der Kamera zeigen, sondern jeder von euch muss helfen. Jeder von euch ist aufgerufen, mit anzupacken. Wir sollen keine schlaffen Hände und kein schlaffes Herz haben, sagt der Herr. Von daher muss jeder mitkämpfen für das Gute, den Kampf für das Gute, für die gute Sache, damit wir auch die Siegeskrone erlangen. Denn ein Glaube ohne Werke ist tot, steht im Jakobusbrief. Und von daher sind wir aufgerufen, gute Werke zu vollbringen, die der Herr schon für uns vorbereitet hat, zu seinen Ehren. Jeder so, wie er kann, jeder da, wo er ist. Egal, wo du bist, du wirst gebraucht. Von daher, niemand ist unwichtig. Jeder wird gebraucht bei Christkönigtum. Sobald die Vereinsgründung abgeschlossen ist, werden wir euch noch viel mehr Infos geben. Ich würde euch schon mal empfehlen, den YouTube-Kanal Christkönigtum, ich verlinke ihn auch in der Beschreibung, schon mal zu abonnieren, weil wir werden dort in Zukunft mehr Inhalte hochladen. Und wir sind auch unter geistlicher Führung und Begleitung. Wir sind ein Laienapostolat, doch wir haben auch Priester auf unserer Seite. Wir haben auch schon Gegner. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.